Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda. Wir befinden uns jetzt hier ganz oben in der Burg, kurz vorm Endgegner, mit nur 2,5 Herzen. Ist ein bisschen kacke. Da liegt sie. Oh la la, Yannick. Schön, dass du gekommen bist. Ich hab auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut. Aber nicht mehr lange, Kleiner. Na bitte! Damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen! Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann es jetzt nachher aufhalten, denn die goldene Macht ist uns mit uns! Mach's gut, Kleiner! Du Pisser, bleibst nicht ungestraft. Da nicht. Da nicht. Aber da. Oh la la! Du möchtest mich zu einem Duell herausfordern? Nichts lieber als das. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Natürlich muss meine Nase jetzt jucken. Okay. Okay, wir haben blau, dann abhauen. Ich lerne noch nicht dazu. Pidu! Pedam! Schnidizzle! Blau? Was war das? Was war das für ein Angriff? Jetzt haben wir nicht so viel von. Willst du mich verarschen? Okay, Moment. Da. Ich mach kurz Aufnahmepause, weil das würde ich jetzt nicht alles mit in die Folge da reinbringen, weil Fluchen und alles. Bis gleich. Okay, nun wieder da. Jetzt bin ich nach keine Ahnung wie vielen Minuten hier oben angekommen und jetzt werde ich eins machen. Safe State. Okay. So. Jetzt habe ich gespeichert. Wenn wir jetzt sterben, werde ich mich einfach wieder hier hin teleportieren. So werde ich einfach wieder hinspulen. Denn das sehe ich nicht ein. Ja, das kennen wir schon. So, wir gehen hier rüber. Stellen uns ein bisschen überhalb von ihm, oberhalb von ihm. Und drücken erstmal die falsche Taste. Klassiker. So. Jetzt dürfte blau kommen, ne? Genau. Das verfolgt uns. Da rennen wir weg vor. Jetzt dürfte nochmal blau kommen. Nein. Scheinbar nicht. Alles klar. Mhm. Wenn er sich oben hinstellt, erstmal rumrennen. Ein bisschen. Wo geht er hin? Dahin. Okay, gehen wir hier drüben hin. Laufen wir wieder rum, damit er uns das nicht trifft. So, jetzt stellen wir uns hier unten hin. Ein bisschen überall von oberhalb nehmen. Das ist auch wieder blau. Das wollen wir nicht haben. Das ist doof. Okay, wir gehen hier drüben hin. Auch blau. Jetzt stellt er sich oben wieder hin. Das heißt, wir rennen wieder rum, wie blöd. Ja. Das ist übrigens der böse Zauberer Agamin, die wir noch nicht mitbekommen haben. Okay. Schaffen wir es diesmal? Ich weiß es nicht ganz genau. Scheiße. So.
Nein, das ist blau, das wollen wir nicht haben. Er stellt sich hier oben hin. Wir laufen blöd hier rum. Okay. Wo geht's jetzt hin? Dahin. Das heißt, wir gehen hier drüben hin. Wir dürften langsam vorankommen. Mit dem Schaden. Das ist blau, das will ich nicht haben. Okay, wir gehen hier wieder hin. Und gucken. Ja, das war ein Helden. Das war ein Helden würdig. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention! Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Kollege? Okay. Yannick! Kannst du mich hören? Ich bin es, Sahasralla. Du hast mir die Zähne hingelegt. Der zu dir spricht hier, das bin ich. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du die 7 Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der 7 Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Geh zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte. Das scheint genau gespielt zu sein. Okay. Können wir noch zurück in die andere Welt reisen? Geht das? Okay, es geht noch. Weil, ich habe mir gerade überlegt, ob wir noch einmal zurückrennen sollen. Aber das macht nicht keinen Sinn. Das brauchen wir gar nicht. Das heißt, oh, da ist ein Durchbruch in der Wand. Bomben! Bomben! Bom, 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 babbladam. Das geht nicht. Warum nicht? Ich kann mir nicht immer sagen, wo es nicht geht. Ja. Mhm, zurück, nachdem gerade wieder die Aufnahme abgestürzt ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke mal, das wird irgendwie eine Inkompatibilität vom Emulator sein mit dem Aufnahmeprogramm. Gehe ich zumindest mal von aus, dass es so ist. Und ja, jetzt sind wir hier aber diesmal in der Schattenwelt. Jetzt stürzt es hoffentlich diese Folge nicht mehr ab. Das soll man nur sagen, dass ich rendern soll und nicht weiter aufnehmen soll. Denn ich habe jetzt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. 9 Folgen noch nicht gerendert. Die ich immer noch auf der Platte habe. Die ich noch nicht gerendert habe. Das heißt, ich werde wohl gleich einmal rendern. Nach dieser Folge. Das ist eine 12, die brauchen wir erstmal noch nicht. So, wir sollten diesmal hier hinlaufen. Das machen wir doch glatt. Okay. Okay, was ist das hier? Mhm. Da müssen wir scheinbar hin. Okay. Hier kommen wir da hin. Rein da. Hallo Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nun dem, der sie als Erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte einst nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir geworden ist. Genau. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält so lange die goldene Macht,
hält so die goldene Macht. Solange werde ich wohl hier, so hier rumlaufen. Es ist unglaublich, was unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce. Goldene Macht. Okay. Der Kerl scheint hier nicht besonders drauf, toll drauf zu sein. So. Da kommt man nicht weiter. Das war also nicht der Palast, den wir brauchten. Das ist nicht der Palast, den sie suchen. Hier ist ein Pfeil. Dieser Pfeil ist ja nicht umsonst. Hallo? Ah, okay. So. So, okay. Hier. Jetzt hier raus. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Dann gehen wir hier durch. Schlagen uns hier den Weg frei. Gehen hier durch. Hier geht's nicht weiter. So. Dann hier. Ich bin Kiki, der Affe. Rubine liebe ich über alles. Schenkst du mir 10 Rubine? Nimm. Dankeschön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Oh, wir haben einen Affen. Und ich rede diesmal nicht von mir selbst. So, wir sind fast am... Wir scheinen es wirklich geschafft haben. Da geht's lang. Für 100 Rubine öffne ich diesen Eingang. Willst du das? Nein! Das Falsche gedrückt. Mensch. Moment, Moment, Moment. Man kann zurückspulen. Nein. Da. Fast forward. Saves. Rewind. Da machen wir mal da oben hin. Ach schade, man kann nicht weiter zurückspulen. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, das war jetzt eigentlich echt 10 Rubinen nochmal rausgeworfen, nicht in Depp. Ich frage mich, ob man das Ding auch selbst aufmachen hätte können. Ja, du willst die. Ja, du kriegst sie. Okay. Das kennen wir doch. Ich gehe mal hier lang. Das ist ja alles komplett anders. In diesem Fall. Kriegen wir Bomben, das gefällt mir nicht. Hier geht's runter, das gefällt mir noch weniger. Was sind das für Dinger? Okay, die schießen nach mir. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Wahrscheinlich hier weniger. Sehe ich hier, wie viel Räume das hat? Okay, bisher sehe ich nur 2 Etagen. Geht's da drüben auch noch her? Da geht es. Okay, da geht's auch runter. Da ist die Druckplatte. Okay. Was ist das? Hä? Was? Bin ich aber gerade richtig am struggeln.
Okay, wenn wir jetzt reingehen. Und dann geht's noch weiter. Aha. Einmal richtig auf die Karte geguckt. Oder Drecksviecher. Nö. So. Okay, da ist ein Riss, da ist ein Riss. Okay, die sind, so wie es scheint, so wie die anderen Viecher. Okay. Wow. Kollege. Nicht cool. Können wir den Roten überhaupt töten? Egal. Die Folge ist jetzt eh zu Ende. Wir sind tot. Wir sind wieder am Anfang. Das reicht. Bis... Moment. So. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.